So, dann sind wir auch schon wieder zurück zu nicht fast für einen ganz deutschen Nervosa-Signalo. Und das ist der Nissan Sentra und ist der Nissan Silvia, war nämlich immer Nissan Silvia. Ja, Quatsch, jetzt laber ich mal ein bisschen vernünftiger. Was haben wir zuletzt gemacht? Ich habe das letzte URL-Rennen. Das Level. Und da gibt's fette Beats. Von deiner Mutter. Nein, jetzt höre ich auf damit. Ich habe gerade so eine komische Phase. Fette Beats von deiner... Nein, von DJ Rock. Das ist nämlich ein Stein. Wenn ihr die Musik von dem Klasse findet, dann findet ihr den unter der Kommentare. Findet ihr den... wie heißt das nochmal? In der Beschreibung, genau. In der Beschreibung ist ein Link. Wenn ihr den seine Musik toll findet. Und wir machen jetzt das letzte URL-Rennen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Weil dann sind wir Level up! Und da gibt's neue Teile! Hast du wieder zu viel Initial D geguckt? Ich habe gar kein Initial D geguckt, aber so gesehen Initial D gespielt. Ja. Und ich frage mich ja immer noch, welches Auto nehmen wir jetzt verdammt nochmal? Also in dem nächsten Level. So, ich saß gerade falsch. Muss ich mir. Ja, wir können mal ein bisschen untertourig fahren. Wir fahren ja gerade kein Rennen. Drehschnitt! Aber ich habe ja Frontorantriebe. Ja, du sollst hier jetzt keine Dummheiten erlauben. Solltest, meine ich natürlich. Denn in der UL fahren nur die besten Maulhelden haben hier nichts zu suchen, wenn du weißt. Boah, wenn du meinst, du könntest hier Show machen, warst du das letzte Mal dabei. Boah. Der Boost der Tornado ist wieder da. Ich bin der böse schwarze Wolf, ich blas euch alle weg. Ey, Mann. Die Gegner sehen schon wieder aus. Obwohl, die Celica, die geht sogar noch ganz. Die geht sogar. Oh Gott, der ist halt ein Infinity. Ich glaube, das war mein Infinity. Jetzt ist es eine Heizung. Der Mustang, der sieht aus wie. Ja, die Celica geht echt noch. Die ist noch in Ordnung. So, erstmal wieder eine ganze Steuerungsgedöns hier gewundern. Unser Freund der Ford Mustang ist wieder da hier. Komm, hau mal ab hier. Der fährt schon wieder mit Serienfelgen durch die Gegend. Ich glaube es wohl. Komm, hau ab hier. Ey, Alter! Das ist meine Taktik! Nehmen wir uns mal die Winch an von der Celica. Ach, scheiße. Und vor allen Dingen schalten wir mal. Scheiße, ey. So, jetzt sind wir dritter Platz. Was ist jetzt noch vor uns? Miata und G35, glaube ich noch. Huch, und ein Hänger. So, jetzt haben wir noch den Infinity vor uns. Und diesmal sind nicht der Slap Train. Und noch einen coolen amerikanischen Renn-YouTuber gefunden, der heißt Fail Race. Den mag ich auch, den gucke ich auch ganz gerne. Alter, da, Alter. Cool. Bin schon gar nicht mehr dran gewöhnt, die Need for Speed Underground zu spielen. Ich habe vergessen, hat einem Flugzeug, das machst du an den Reifen dran und dann fliegt dir über den Kopf. Weil, das ist alles in deinen Gedanken. Da fliegt noch ein Flicker, du alter Flicker, wollte ich gerade sagen. Boah. Ich popel übrigens nicht, falls jemand wieder meinen müsste, in den Kommentaren zu schreiben, ich popel. Mir juckt die Nase, ich bin nämlich Allergiker. Hausstauballergiker. Und dann juckt einem ein bisschen die Nase, wenn man danach gestaubsaugt hat. Ja, ich staubsaugt.
Ja, komm, jetzt will ich den Infinity aber mal langsam hier kriegen. Ne, nervt langsam. Ja, wir lassen uns doch nicht von der amerikanischen Heizung ablenken. Ja, amerikanisch, weil die japanische Version des Infiniti G35 ist der Nissan Skyline 350 GT. Der klingt wie ein Subaru. Ich weiß nicht wieso. Manchmal sind die Sounds von den Autos einfach so random gefehlt. Und das ist so der Infiniti. Ich glaube, das wird den jetzt richtig aufregen, dass er in der letzten Runde erstmal sich, in der fast letzten Runde erstmal volle Pulle sich gedreht hat. Ich hoffe, ich schreie nicht zu sehr ins Mikro rein. Ich bin nämlich gerade etwas laut, merke ich. Und ich hasse diese Felgen, die wir drauf haben. Ne, ich möchte bitte nächstes Mal andere. Scheiße, nur dass das einzigartige sind. Die muss ich nämlich drauf lassen, weil sonst kriege ich ja wieder. Ist das ein Mustang? Ich glaube, das ist ein Mustang. Scheiße. Weil dann kriege ich ja wieder weniger Sterne. Und dann will ich nicht. Ich muss ja immer den angesagtesten Shit reinmachen und deswegen sieht mein Auto dann aus wie, ja, jetzt. Wobei Need for Speed Underground 1, ich weiß nicht wieso, ich fand die Teile da irgendwie geiler. Die sahen besser aus in Kombination. Jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt gerade wie so ein mexikanischer Hinterhof-Gangster, der einen Civic fährt oder sowas. Keine Ahnung. Oh, die Celica ist letzter geworden. Und der Infinity, die Julie mit dem Infinity hat sich auf Platz 5 gehauen. So. Punktemäßig sind wir gerade weit vorne. Das ist anscheinend eine Meisterschaft. Das heißt, der nächste Rennen kommt jetzt. Jetzt! So. Ihr habt einen kleinen Cut gehabt, deswegen, das waren wir wieder. Das waren wieder wir. Typisch. Oh, meine blöde Nase, verdammt. Alter, was ist denn mit dem Lexus jetzt los gewesen? Mit seinem komischen Spoiler. Ohne Witz, der Spoiler sieht aus, als wäre da mal was draufgefallen. Komm, hau ab, Celica! Mann. Boah, wie übertrieben sieht denn der Lexus aus? Hallo? Hör mal auf hier! Lexus mit dem V8 drinne. Ich sag ja, die Motorsounds sind sowas von random eigentlich. Aber die Julie müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, wenn die erster wird, weil die ist punktemäßig im Moment ziemlich weit hinten. Wir dürfen halt nicht unter Platz 2 fliegen, weil das ist nicht so gut, weil der Mustang ist genau hinter uns. Ach, meine scheiß Nase, ey. Tut mir leid, Leute. Die läuft gerade echt wie Sau. Versucht das echt zurückzuhalten, aber es geht nicht. Es geht nicht! Komm, hau ab da mit deinem Infinity. Ich wusste doch, dass du dich wieder weghaust, ey. Du kannst auch nicht fahren. Übrigens möchte ich mich für die letzte Reanemia-Aufnahme, die letzte Amnesia-Aufnahme entschuldigen, mein Mikro, die hatte gemacht hat, das hatte irgendwie einen Knall. Ich weiß nicht, was der Tag gemacht hat. Nur ein runterschalten. Dritte reicht nur nicht. Wir müssen zurück in den zweiten. Was ist denn los mit meinem Rechner? Er hakelt in letzter Zeit so. Das wird ja ein Spaß, wenn ich Most Wanted Let's Play, ey. Wenn er jetzt schon bei Underground anfängt, Mucken zu machen hier, ey. Das kann nicht wahr sein. Meinen den anderen nicht wundern. Ich nehme ja mit dem anderen Rechner World Racing 2 auf. Und da darf man sich nicht wundern, dass ich so ein blasses Bild habe, weil da ist meine Grafikkarte so gut wie im Arsch. Im Prinzip quäle ich die nur noch ein bisschen, damit die im Arsch, im Arsch geht. Nee. Also da dürft ihr euch, wie gesagt, nicht wundern, dass das Bild so blass ist. Das ist einfach die Grafikkarte, die macht das auch nicht mehr lange. Die hat keinen Bock. Wo ist der denn jetzt bitte aus von gestartet? Hallo? Boah, ich schreie total ins Mikro rein, ich merke das gerade, hallo? Schon wieder der gleiche Fehler wie gerade gemacht. Mal gucken, ob das eine Meisterschaft mit 2 Rennen ist oder mit 3 Rennen. Need for Speed Underground 1 hießen die ja noch Turniere.
Dann nehmen wir die einfach Turniere. Leute, wir nennen die Turniere. Weil das Underground... Im ersten Underground hießen die Scheiße, ich hab den Dienst kaputt gemacht. Im ersten Underground hießen die ja auch noch Turniere, deswegen nennen wir sie jetzt Tutti Frutti. Ich wollte Tutti... Tutiere wollte ich gerade sagen, Alter. Ich glaube, ich habe das Mikro ein bisschen zu nah an meinem Mund, das ist das Problem. Wer ist denn da gerade hinter uns? Wahrscheinlich wieder den Ford Mustang. Wo fährt der hin? Wo fliegt der hin? Wo landet der denn? Wo zum Geier landet der bitte, Leute? Da müsste doch jetzt nochmal was... Da, wo der jetzt hingeflogen ist, ist ein Parkplatz. Egal, ich bin... Ich find's nur lustig, wo die mal irgendwo hinfliegen, wo sie gar nicht sein sollten, wo das Spiel hängt. So, Oh, Julie ist Zweiter geworden, alles klar. Nützt ja aber nichts, weil... Oh, jetzt ist sie insgesamt Zweiter. Pia und Dean haben 7 Punkte. Und das war's auch schon. Und ich glaube, ich mache jetzt mal kurz Pause, weil wir sind ja jetzt nächste Stufe. Und los geht's. Industrial Zone. It's a house. Nigga. Oh. Entschuldigung, ich habe GTA gespielt übers Wochenende. Entschuldigung für das Endwort, ich habe GTA 5 gespielt, vielleicht zensiere ich das gleich nochmal. Ach du Scheiße. Ich krieg, ach, DVD-Cover Speed Demon 3, neue Ware beim Autohändler, hey, Cole Haber und Spoiler. Wenn du willst, kannst du dir einen neuen Sponsorenvertrag angeln. So, und ich habe ja gesagt gehabt, dass ich eigentlich gerne den X8 haben möchte und ich weiß, bei irgendeinem URL-Rennen kommt der, hey Dorfdepp, willkommen, oh. Willkommen in der Großstadt. Wenn du mit uns Track fahren willst, dann zeig, was du drauf hast. Ein Wimpernschlachten, du hast schon verloren. Die sind nämlich nicht so Pferdekarren am Start wie bei dir zu Hause. Aha. Ich bin nämlich der Julian. Ich habe nämlich eine größere Fresse. Ich habe gerade eine große Nase. Oh! Oh, mein Licht ist ausgegangen. Wir machen mal ganz kurz Stopp. Was ist denn jetzt passiert? Ey, du blödes Ding! Geht sofort weiter, Leute. Warum musst du meine Taschenlampe aus, du Arschloch? Ne, das ist die falsche. Warum habe ich die eigentlich noch installiert, die scheiße Taschenlampe? So. Power! Hier, zack. Mein Gott, ey. Gib mir die Taschenlampe hier einfach aus. Wir haben ja noch 7 Minuten zum Aufnehmen. So, ich lasse mich nicht von einem Golf besiegen hier. Könnt ihr vergessen. Aber von Supra lasse ich mich gerne besiegen. Scheiße. Supra, Supra! Danke. Und jetzt mache ich einen Abgang. Ciao. Oh, was? Ah, Mann. Das... Ja, ui. Aber nichts hat der Supra gewonnen. Scheiße, ich bin mit dem Schild durcheinander gekommen. Ich dachte, da kann ich nicht durch. Das war doch mal ein super Start. Ich habe übrigens nie gecheckt, wie das Flugzeug hier eigentlich durchkommt. Das Flugzeug ist so breit und die Einfahrt ist so klein, wie kommt das hier eigentlich durch? Mann, ohne Scheiß, schreibt mir das mal in die Kommentare, wie das macht. Jetzt gewinne ich aber, Leute. Oh nein, das ist kein scheißes Spiel. Das Spiel auf schwer. Warum war Underground 1 so scheiße schwer? Da kam gerade ein Schild vorbeigeflogen. Boah, 1200 gibt... Oh, Sponsor. Gut, dass ich dich erreiche. Ich habe die neuesten Vertragsangebote sortiert und dir die besten zugeschickt. Entscheide dich einfach für einen. Um den Rest kümmere ich mich. Jo, alles klar. Was haben wir denn da? Kenwood... Ich mache einmal Rundkurs, einmal Drift, einmal Sprint, Sparko. Oh, Sparko finde ich cool. Sparko macht Leichtbautechnik für Fahrzeuge. Ein Driftrennen, ein Dreckrennen, ein Sprintrennen. Noss macht 3 Street X, NK macht 3 Rundkurse. Wir nehmen nochmal Sparko, weil Sparko mag ich am meisten von denen. Meine Nase
Boah, die läuft und läuft und läuft und läuft. Das kann nicht wahr sein. Oh, eine E-Mail. Nitro. Mit der neuen Nitro-Technologie verschaffst du dir in deinem nächsten Rennen den Extra-Vorteil. Der Einbau ist bei Megalopards. Da ist ein URL-Rennen. Ich glaube... Hey, sieh dich doch mal in Cole Harbor um. Ich habe gehört, dass die Straße wieder frei ist. Ich glaube, Leute, das ist das Rennen mit dem RX-8 und den werden wir uns jetzt holen. Aber jetzt werde ich mal fies und mache die Folge mal ein bisschen früher aus. Dann seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar da lassen. Ciao. So, jetzt seid ihr angepisst.